Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play The Crew. Und ja, eigentlich habe ich euch ja versprochen, dieses Rennen hier jetzt zu machen. Hier, das hier. Dieses Observatoriums-Spurt. Allerdings, ja, ich habe das gerade versucht, eine halbe Stunde lang. Und ja, es kam eigentlich nichts raus außer Kacke. Beziehungsweise ich habe es einfach nicht geschafft und ja, liebe Leute, da müssen wir einfach mal schauen, wenn unser Auto noch ein bisschen ausgestatteter ist. Ich hatte ja gedacht, dass das mit 400 Ende ist. Dass das heißt, ja, sobald halt Fahrzeugstufe 400 hast, geht das. Da hatte ich meine Fahrzeugstufe war irgendwie 360 und da haben die gesagt, ja, das ist schwer, weil du brauchst da Fahrzeugstufe 400. Da habe ich gedacht, okay, dann level ich das hoch auf 400 und mach das dann. Aber jetzt steht da, ja, die Mission ist immer noch schwer, weil du brauchst Level 430, das heißt also, das steigert sich. Und ja, ihr seht es unten auf der Uhr, ich bin 63 Kilometer gefahren. Aber das bringt nichts, das werde ich auch nicht hochladen. Und ja, deswegen würde ich sagen, wenn wir wieder uns Geld holen, dann machen wir mal wieder ein bisschen PvP, PvE-Action und so weiter. Werde ich jetzt aber noch nicht machen, denn ich habe jetzt mal wieder ein bisschen Bock auf Story. Und ja, würde ich sagen, gehen wir hier direkt rein. Ja, was haben wir denn hier so Tolles? Konter, Fahrzeugstufe 26 oder Stufe 26, Fahrzeugstufe 348. Wir müssen allerdings wieder mit unserem Sky da ran. Oh, fuck, das war ein bisschen sehr weit, aber da können wir doch hier wieder hinspringen, oder? Machen wir hier wieder eine... Hä? Blitzreise geht hier nicht? Okay. Dann machen wir hier mal eine Blitzreise. Ja, liebe Leute, das ist einfach... Oh, ja, das war schon ein bisschen... Ich hab's, oder um es jetzt mal kurz zu sagen, dauert zu lange. Luis Caliente ist Camps Nummer 1 Vollstrecker. Er dreht Runden durch New Orleans. Schalt ihn aus. Öffentlich. Cam verliert sein Gesicht und dann geht ihm die Kohle aus. Win-win. Verstanden. Alles klar. Kommt also von Coburn. Nee, also ich kann euch kurz mal sagen, das ist einfach, die sind einfach in der Kurvenspeed-mäßig da bei dieser Crew-Fraktionsmission sowas von überlegen. Und da kam ich einfach nicht hinterher, also nicht vom Driften her oder so, sondern einfach generell waren die da einfach stärker. Und ja, kann man jetzt nichts großartig machen. Ist halt jetzt so. Und wie gesagt, das werden wir uns auf jeden Fall irgendwann mal später anschauen nochmal. So, oder vielleicht auch im Koop mal. Wir nehmen mal hier den New Orleans French Quartier. Das nehmen wir noch mit. Dieses auch als Vieux Carré bekannte Viertel ist das älteste der Stadt und gilt als nationalhistorisches Denkmal. Alles klar. Obala, das war fast schon wieder zu viel. Bin fast voll mit meinem Zerstörungslevel. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber da vorne ist ja eh schon die Mission, also passt das. Bin ich mal gespannt, was das ist. Gibt euch auf jeden Fall wieder gut Teile zu gewinnen. Das ist immer sehr schön. So, Einzelstufe 356, wir brauchen 348. Ja, ausschalten ist höchstwahrscheinlich, ne? Hat ja Coburn gerade gesagt. Schalte Luis aus, alles klar. Stufe, boah, plus 26, das hätte natürlich was, ne? Auf jeden Fall. Mal sehen, ob sich die Info bezahlt macht. Was willst du? Oh, hi Cam. Wie geht's denn Luis heute? Woher zum Teufel weißt du? Er sollte besser abhauen. Schalt den Kerl aus. Halt dich nicht zurück. Yo, auf jeden Fall. Ja, er sollte sich auch in Acht nehmen. Der liebe Luis. Jetzt schnapp ihn dir. Jetzt schalt ihn aus. Ja, ist ja mal in Ordnung, Mann. Der hat vielleicht gerade eine gute Speed drauf. Alter Schwede. Was mit dem Kerle schief? Verlier ihn nicht. Jetzt zeig's ihm. Alter. Ist doch, ist es normal, dass der so wegzieht, Mann? Oh, shit. Das war blöd, ja. Alter, was ist das? Ist das hier ein Stadion oder so? New Orleans Downtown. Okay, Arschloch. Das Maß ist voll. Oh, nur eins? Als Maul. Mal sehen, wie gesprächig du bist, wenn die Jungs mit dir fertig sind. Alter Schwede. Okay, jetzt verfolgen uns auch noch die Cops.
So. Oh shit. Der biegt da ab. Ah, Mann. Hätte man haben können jetzt. Aber gut, egal. Also in Top Speed bin ich ihm auf jeden Fall überlegen. So, wo fährt er jetzt lang? So, oh shit. So, jetzt haben wir ihn doch. Passt doch, wunderbar. Ja, es war jetzt auf Verdacht einfach nach links rübergezogen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich noch vor Camps Leuten abhauen, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Na, nur Bronze, schade. Aber egal. Motorgang gewonnen, Stufe 26. Der hat auch, ist auch gut abgezogen am Anfang. 372 jetzt Stufe. Alles klar, Konter. Nochmal 1500 Bucks dazu. Und ja, bisschen noch zu Stufe 32, Level 32. Rückkehr zum freien Fahren. Ich denke, in der nächsten Folge. Du weißt, es gibt nur eine Lösung dafür. Nicht unbedingt. Verschwinde. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir sehen uns. Alles klar, dürfen wir Cam jetzt endlich ausschalten. Zeit, ein bisschen Gas zu geben. Ruiniere Cams Hof, öffentlich. Ich sorge dann dafür, dass du aufsteigst. Hört sich gut an. Cam wird dich herausfordern. Er muss. Und vielleicht habe ich noch ein paar Jobs für dich. Sei bereit. Ja, alles klar. Nee, ich wollte sowieso jetzt mal hier auf die Karte schnell gucken. Weil, ja genau, das ist nämlich Las Vegas. Hier ist jetzt nämlich schon ein bisschen was frei. Und ja, da könnten wir uns theoretisch hierhin teleportieren und könnten uns dann in der nächsten Folge mal den Autohändler anschauen und den Rally-Tuner. Das wäre auf jeden Fall mal eine Option oder zumindest mal den Autohändler. Das wäre mal was. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier jetzt noch offen? Hier unten ist der Rest jetzt. Da haben wir hier einmal Zwickmühle, Performance-Fahrzeugstufe 400 bräuchten wir. Alles klar, und was ist das hier? Auch Fahrzeugstufe 400, das Hauptevent. Ja, dann würde ich auch sagen, machen wir erstmal die Zwickmühle, oder? Ist da noch irgendwas Cooles auf dem Weg? Das hier vielleicht, was ist das? Ein Fluchttest und das ist ein Tempotest. Machen wir hierhin mal eine Blitzreise. Vielleicht schaffen wir es da dann, unser Performance-Auto noch ein bisschen hochzubringen. Da muss ich jetzt aber mal kurz... Du musst etwas für mich tun. Kein Problem. Das war keine Bitte. Jo, Alter, chill mal dein Leben. So, ich will jetzt mal kurz in die mobile Garage gehen, den Performance McLaren 12C rausholen und ja, dann ein bisschen Anlauf nehmen und dann ab die Post. So, Tempotest. Fahr schnell und bleib auf der Straße. Ach Mist. Ach, komm. Ist natürlich klar, dass ich hier weiter schön geradeaus fahren kann. So. Oh, jetzt hat er mich überholt. Der Camaro. So, oh shit. Ab die Post, komm schon. Komm schon. Jetzt haben wir ihn überholt. Weiß halt nicht. Da vorne ist das Straße. Nein, ne? So. Boah, das hätten wir schon. Na komm. Ah, ganz knapp an Silber vorbei. Sollen wir das nochmal machen, oder? Steuergerätstufe 26. Was? Minus 5? Ja, super. Dann bringt mir das nichts. Bringt mir das überhaupt nichts. Was ist denn das jetzt für ein Event, wo der mir einen Wegpunkt hingesetzt hat? Das hier, ja, okay. Dann können wir ja der sowieso jetzt direkt hingehen und spielen. Einzel auf jeden Fall. Ja, 400, das kriegen wir schon hin. Mit unserem McLaren. Alter, da gibt es richtig gute Teile. Richtig gute Teile. Gold wäre natürlich perfekt. Auspuff mit plus 18. Das wäre schon geil. So. Der Typ mischt sich in meine Angelegenheiten. Kill ihn. Warte, ich werde nicht. Doch, wirst du. Oder du bist nutzlos für mich. Scheiße! Enttäusch mich nicht. Alles klar. Folge dem Ziel. Zoe, ich habe ein Problem. Coburn will, dass ich einen umbringe. Wenn nicht, dann bin ich. Was ist los?
Ich bin dran, aber wir wurden getrennt. Bin auf der Parallelstraße. Okay, keine Panik. Bleib dran. Schick das Kennzeichen. Ich melde mich umgehend. Alles klar, aber irgendwie ist hier diese Route noch nicht so ganz fertiggestellt. Wenn ich das jetzt hier mal so anmerken darf. Und deswegen muss ich hier so eine Ausweichroute fahren. Alter Schwede. Und wieder hoppa. Sehr nice. Oh shit. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Oh, das war nicht gut. Das war überhaupt gar nicht gut. Ja. Bleib dran, Alex. Ja, das war nicht gut, aber ich bin... Ja, du musst wahrscheinlich immer die externe Route fahren. Ich habe überlegt, da auf seine Route drauf zu springen. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Wie ich das wollte, zumindest. Eieiei. Ja, komm, haben wir schon gesehen. Folge ihm, töte ihn. Enttäusch mich nicht. Yo, alles klar. Alter Schwede, dass der auch da nicht mal gerade drüber springen kann. Wenn nicht, dann bin ich. Was ist los? Ich bin dran, aber wir wurden getrennt. Bin auf der Parallelstraße. Okay, keine Panik, bleib dran. Schick das Kennzeichen, ich melde mich umgehend. Alter Schwede, wieder übelst laut hier alles. Aber dass der, ja wie gesagt, sich nicht mal hier gerade halten kann bei so einem Sprung. Das ist gerade ein bisschen ätzend. Da verliere ich immer wieder gut Speed. So. Komm schon. Und hoppa. Ja, jetzt springe ich auch hier drüber. So. Ich habe ja, wie gesagt, vielleicht gedacht, dass ich dann irgendwie bei ihm landen könnte. Bleib dran, Alex. Jetzt bleib bei ihm. So. Oh Mann. Was soll ich jetzt machen, außer ihm folgen? Irgendwas Bestimmtes oder einfach nur hinterherfahren? Alex, wir haben hier Möglichkeiten. Fang den Burschen, ich nehme ihn in Schutzhaft. Wie damals mit der St. Louis V2? War ein sturer Hund und tat nicht, was sie sollte. Dieser Bursche ist Buchhalter und völlig überfordert. Außerdem weiß er vielleicht was über Kobe. Okay, ich folge ihm und du schickst ein paar Streifenwagen zu mir. Alles klar. Schön mit 3:30 hier. Okay. Alles klar, Mission erfüllt. So, jetzt haben wir Stufe 32. Alle deine Autos werden in 3 Stufen verbessert und einen Modpunkt verdient. Sehr nice, da müssen wir auch mal wieder hin. Silber haben wir geholt. Passt, Stufe 27 Auspuff. Was kriegen wir? Tada, Grip Bonus, alles klar. 402, sehr nice. Das heißt, ich muss die... Oh, nächste Medaille in 401 Punkten. Richtig knapp einfach. Aber egal. So, jetzt müssen wir mal gucken... Oh. Wow, Zoe, das war etwas übertrieben. Ich wollte nicht, dass Coburn ihn ausschaltet. Also habe ich den Heimatschutz gerufen. Er ist erstmal weg vom Fenster. Ist er tot? Ja, ist er. Gut, du bist jetzt mein Mann. Alles klar, und schon sind die Cops auf einmal weg. So ist das. So, was ist denn hier unten noch? Alter Schwede, wo ich jetzt bin? Krass, ach, hier sind diese zwei Missionen, ne? Die anderen zwei. Was ich jetzt nochmal kurz machen wollte, ist ins Hauptquartier gehen, weil wir haben ein paar Punkte, die noch offen sind, die ich vergeben muss. So ein paar Modpunkte. Und was muss ich, wollte ich noch machen? Genau, Alita wird ja auch wieder so ein neues Slot bekommen. Das wollte ich jetzt noch mal kurz machen. Und natürlich in die Werkstatt, falls wir irgendwas einbauen können. Performance zweimal. Steuergerät. Ja, nee, das bringt uns ja alles nichts. Was, hat er hier noch irgendwo ein Ausrufezeichen? Nee, ne? Dann passt das. Reparieren könnten wir ihn mal. Ja. So, und dann brauchen wir jetzt nicht die Sammlung. Wir brauchen hier die Vorteile. Und genau, da haben wir hier nämlich Alita. Hier wollte ich noch den letzten Punkt reinballern, damit wir hier 30% kriegen. Und dann hat mir auch, habe ich gehört, dass das wirklich das Handling verbessert, dass das nicht nur so zum Spaß ist. Deswegen, was war das eigentlich? Ach so, okay, ja, das können wir erstmal so lassen. Ich investiere jetzt hier erstmal komplette 5 rein.
Und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Um 2% erhöht die Beschleunigung. Ich glaube, da setzen wir mal 3 rein. Und hier setzen wir 3 rein, dass wir das dann nach und nach hochziehen. Weil das ist, wie gesagt, wichtig, dass wir, ja, lädt dich in eine Crew ein. Ist es ein Freund von mir? Ist das wirklich ein Freund von mir? Ja, ist es. Ja, dann joinen wir doch mal. Hoppala. Hey. Was soll denn das? Machen wir mal annehmen. So. Ja, den Rest würde ich eigentlich sagen. Passt das schon. HQ verlassen auf jeden Fall. Und ja, dann gehen wir direkt in die nächste Story-Mission nochmal rein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich das Handling verbessert. Alter, der andere hat Performance-Stufe 513. Nicht schlecht. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Auf die Karte, Karte, Karte. Wo wir da hin müssen. Da müssen wir jetzt sowieso hinfahren. Das war der Tempotest. Aber ich denke, wir werden uns mal hier hinsetzen. Und werden dann den Rest runterfahren. Ah, schade, jetzt muss ich leider nochmal auf die Ich fordere Karte. dich heraus, euch alle. Bring deine ganze Gang mit. Und du kommst mit den Cops, wohl kaum. Nein, das war nicht okay. Machen wir es richtig. Alles klar. Ja, das war natürlich. War nicht so fair, ne? Als er da mit den Cops kam. Wo er mich herausfordern wollte. Aber das haben wir ja auch gut gemeistert gehabt. Das war ja kein Problem. Alter Schwede, oh shit. Ich musste gerade übelst niesen und hab's gerade noch geschafft, mich zu muten. Und ja, danach bin ich leicht auf Abwägen gerade gewesen. Ja, passt soweit. So, wow, shit. Ja, wie gesagt, wir müssen eh nochmal dann schauen. So, wollte nur kurz nochmal was abchecken. Ob ich auf der Karte sehe, was das hier für ein Event. Ist es ein Sprung oder ist es wieder so ideallinienmäßiges? Ich weiß es nicht. Das ist ein Tempotest. Okay. Alles klar. Machen wir den doch mal. So. Alles klar. Ah, hier ist auch ein Auto irgendwo in der Nähe. Das könnten wir uns auch noch direkt holen. Das schaut bis jetzt ja ganz gut aus. So. Wieso bin ich vor der Goldmedaille und ich krieg kein Gold? Kann mir das wer sagen? Das habe ich jetzt nicht verstanden gerade. Einspritzanlage Stufe 27 gewonnen. Tempobonus. Ist natürlich wunderbar. Starten wir auch aus. Aber das ist sowas, was ich gerade nicht verstanden habe. So. Oh, 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 oh. Na komm. Alter. So, dann machen wir es halt so. Hier muss ich auf jeden Fall zurück und hier ist irgendwo ein Auto. Irgendwo ist hier eins, aber da komme ich mit dem Auto nicht hin. Ja, genau. Das hole ich mir noch schnell. Mobile Garage. Gelände. Ist es nicht eh ein Geländerennen oder ist es ein Performance-Rennen? Ich weiß es gerade nicht. Oh, da komme ich nicht durch. Alles klar. Ah, da hinten, wo sich alle tummeln, ist das Autoteil wahrscheinlich. So. Höchstwahrscheinlich. Ja, da steht's doch. So, komm, geht doch da weg. Oida. So, haben wir das. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, diese Mission hier, gucken wir mal gerade nochmal. Ist das Gelände oder? Nee, Performance. Machen wir mal eine Blitzreise nochmal schnell hin. So, dann passt das. Und ich würde sagen, das hier machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play the Crew. Und
Ja, deswegen, ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder. Sagt ciao, servus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wenn jetzt die Episode ein bisschen kürzer ist, ja. Haben wir jetzt kurz noch was zu tun und werde danach direkt noch eine Folge aufnehmen. Also, ja, liebe Leute, also dann, ne? Bis gleich. Oder ja, für euch entweder bis später oder bis morgen. Und ja, dann wie gesagt, kommentieren, abonnieren, auch sehr gut. Und ja, dann bis denn. Ciao, servus.